Hallo zusammen. Hallo. So, ich hoffe. An diese Kamera muss ich mich erst gewöhnen. Ja, ich mich auch. Ich hoffe, es läuft jetzt alles. Wir haben leider keine Antwort vom Entwickler bekommen aufgrund unseres Auflösungsproblems, haben aber ja, selbst mal gut anderthalb auf zwei Stündchen rumprobiert und es in den Griff bekommen. Und das dann direkt auch mal bei Steam reingeschrieben, falls jemand anderes noch die Auflösungsprobleme haben sollte. So, wir fangen an. Wir haben schon einen Server ausgewählt. Da sind bis jetzt knapp 41 Mann drauf. Und wir erstellen unseren Charakter. Wir wollen um die 30 Jahre alt sein. Ja, komm, 32. Interessant ist auch, je älter er wird, desto dünner wird er. Erstmal wird er erst dicker. Und dann wird er erstmal was kräftiger. Mit 30 und dann hier, man sieht es, mit 33, oh, da baut er wieder ab. Oh, also Leute, wenn ihr über 30 seid, ne? Wisst ihr. Der Erd braucht er nicht mehr machen, den nimmt von alleine ab. Nee. Nicht wirklich. Okay. Wir können Attribute. Ja gut. Wir können jetzt hier noch selbst ein bisschen anpassen, wie wir sein wollen. Aber ich lasse das mal, glaube ich, in der Mitte stehen. In etwa. Ich denke mal, so ein Mittelmaß ist ganz gut. Oder wollen wir ein bisschen dicker machen? Meinst du, der kann länger ohne Essen auskommen? Vielleicht sollte man ein bisschen mehr auf die Intelligenz gehen. Ich habe die Auswirkungen, wenn ich ehrlich bin, immer noch nicht verstanden. Aber das ist so komplex. Also er wird intelligenter, desto dicker. Mei, da muss ich aber... Na gut, so dick bin ich auch nicht. Aber meine Fresse, muss ich intelligent sein? Kannst du das nicht mehr so mittig runtergehen? So mittig runtergehen, so. So. Und so. Oh, ist doch gut, oder? Hm. Ja. Machen wir doch. So. Herr Typ. Wir haben bis jetzt nur vier Köpfe, die wir auswählen können. Ich finde eigentlich den immer am besten hier. Oh man, mir ist egal, welche willst du heute haben? Ne, den. Oder den. Zwei, drei oder vier. Oder eins. Tattoos, ja, Tattoos, gucken wir mal. Die Tattoos sind leider auch nicht so aus. Also hat man auch keine so große Auswahl hier. Ich möchte immer noch, dass du den 3 nimmst. Gut, wir nehmen 3. Wir nehmen hier unser Streifen. Guck mal, der Shield. Ja. Guck mal. Der Shield auf dem Mauspfeil. Wie nett. Ja, komm, guck nach dem Mauspfeil. Ja, komm. Okay, wir lassen das. Ihr das merkt, ist ich hab Spaß. Wir gehen auf Next. So, wir dürfen unsere Skillpunkte vergeben. Am Anfang haben wir auf jeden Fall Nahkampfwaffen. Das heißt, ich gehe mal auf Medium. Boxen würde ich auch gerne auf Medium haben, weil wir am Anfang beim Pech haben erstmal gar keine Waffe finden. Bis jetzt haben wir nur Hacken und sowas ja gehabt. Gewehre und Handwaffen. Bis jetzt haben wir noch gar keine Waffe gefunden, also Schusswaffe zumindest. Ich habe eben noch mal ganz kurz lokal ein bisschen gespielt, um mich mit der Steuerung noch mal ein bisschen vertrauter zu machen. So, Warning. Also ich denke mal, also wenn ich nach der Körperfülle gehen muss, steht eigentlich über 0 lassen, oder? Nein, aber wir gehen mal auf Basic. Oh, jetzt verdeckt die Kamera gerade oben ein bisschen was. Ja, tut uns leid. Ja, am Endeffekt, ja gut, warte mal. Ob er der jetzt? Nicht schön, aber selten. So, jetzt hier oben seht ihr eigentlich, oder konntet ihr gerade nicht sehen, wie viele Punkte wir überhaupt vergeben können. Wo waren wir? Endurance machen wir auch Basic. Resistance machen wir auch Basic, oder? Was meinst du? Ja. Komm, Running, hau mal. Komm. Also ein bisschen schieben, Medium. Oh. Also je mehr wir rennen, desto mehr levelt das Ganze auch auf. Sterben wir, brauchen wir Fame-Punkte, um uns wiederbeleben zu können. Also zu respawnen haben wir keine Fame-Punkte mehr. Ist unser Charakter verloren für immer. Egal, wie lange wir den schon aufgelevelt oder bespielt haben. So. Deck-Skills. Damit der Stealth-Fähigkeit, das habe ich ehrlich gesagt, das hat beim letzten Mal nicht so viel gebracht, ne? Was heißt denn Stealth? Dass er gut schleichen kann, oder? Lass ich mal gucken kurz. Ja, gucken du mal. So. Heimlichkeit, Tarnkappentechnik. Ja, das meinte ich doch. Ja, also schleichen, mein ja, Gott. Ja, dann verstecken, ne? Ja, haben wir beides Medium, also werfen oder so mal. Na doch, komm, wir lassen es so. So, ja, Medical, Camouflage, bitte. Wo wirft er wie so ein Mädchen? So 3 cm vom Kopf, bumm, oh.
Survival, ja. Survival machen wir auf jeden Fall auf Medium. Nee, komm, wir machen jetzt mal Basic Cooking, weil wir auch auf Basic haben. Wo wir noch nichts Cooking haben, ne? Ist doch egal. Ich weiß ja nie. Aufmerksamkeit, ne? Awareness. Was mich was? Medical, Basic kann auch nicht verkehrt sein. Camouflage habe ich immer nicht verstanden. Vielleicht die Fähigkeit, sich zu tarnen. Ja, man kann ja mit dem Hintergrund verschmelzen. Und dann ist so, wie gut du gesehen wirst, glaube ich. Von anderen Mitspielern oder den Gegnern. Das ist, glaube ich, das Camouflage. Wie viele Punkte haben wir überhaupt noch? Ich bin hier die ganze Zeit am Ausgeben. Null. Sehr gut. No skill. Ja, komm, wir lassen es so stehen. Ja, guck mal, was passiert. So, wir fangen an. Das ist unsere Registerkarte. Vielleicht verschickst du. Oh, da hat sogar das hier. Richtige Datum hier. Ja, wir. Nein. Ja. Tada, so. Kurz gucken, wo alles läuft. Das ist unsere Karte. Wir wiegen 98 Kilo, sind 1,80 groß, männlich, 32 Jahre alt, haben. Ja, Haarfarbe schwarz bei denen, naja. Wir haben ein paar Stoppel am Kopf. Unsere Augenfarbe ist braun und wir sind 85 geboren. Yippie-kaye, Schweinebacke. Wir fangen an. Hier unten sieht man nochmal die ganzen Stats, die wir vergeben haben, die Skills sozusagen. Es geht los. Das erinnert mich ein bisschen an Running Man. War das Running Man? Wo die so nach unten gefahren sind? Ich meine ja. Gestern hat man das Problem, dass wir irgendwie nur im Window-Mode spielen konnten. Mhm. Das ist irgendwie alles andere als eher schlecht als recht. Aber es hat geklappt. So, wir sind hier. Wir sind auf dem Server, haben nichts dabei außer unsere Kleidung, die wir anhaben. Jetzt wir können ein paar Sachen craften. Dafür müssen wir erstmal ein paar Sachen finden, was wir bis jetzt tatsächlich noch kaum geschafft haben. Und wir können an Events teilnehmen. Aber wir haben nicht genug Fame Points. Und hier sieht man den Server. Ich bin Rang 79. Gut, ich bin ja gerade draufgekommen. Minus 58 Fame, wie schafft man denn das? Ja, indem du immer die Leute abknallst. Wenn abknallst ohne okay. Grund, kriegst du Minuspunkte. Also, und die Jungs helfen sich dann gegenseitig. Also das war ja immer das Interessante bei DayZ, dass man auf Leute trifft, wo man einfach nicht weiß, ob die Freund oder Feind sind. Oder ob man vorsichtig sein muss. Und da gab es immer ganz lustige Gegebenheiten, wenn man auf Fremde gestoßen ist. Scum ist noch nicht draußen. Das scheint am 29. Ach, wir hatten das Glück und haben vorab einen Key bekommen. Wir freuen uns total, weil wir sind ja eigentlich total mega winzig klein und in der Regel interessiert man dann nicht unbedingt so. Wir gehen hoch zu D2, ja richtig. Wir haben es einfach mal beworben. Mit was nettem E-Mail Kreativen. Genau. Die Fien hat sich da was ausgedacht. War was eher zum Lachen diesmal und hatten Glück und haben tatsächlich einen Key bekommen. Dürfen seit heute veröffentlichen und streamen. Also heute war der Stichtag um 17 Uhr und seitdem sind sie ja auch alle schon am Streamen. Jo. Und so sind wir jetzt quasi zu unserem Key gekommen. Ja. Aber für jeden erhältlich ist es dann ab dem 29. Dann spiele ich auch. Ich darf bis jetzt nur zugucken, wir haben einen Key gekriegt, also. Ja, wir wollten nicht dreist nach dem zweiten fragen. Ich war ja schon, oder wir waren froh, dass wir überhaupt einen bekommen haben. Mhm. Wir gehen auch tatsächlich mal so hin, wenn wir die Entwickler anschreiben und schreiben auch, dass wir das bezahlen. Also normalerweise, das ist jetzt das zweite Game, was wir tatsächlich gestellt bekommen haben. Sonst sind alle Spiele, die wir spielen, gekauft. Also von uns selber quasi. Ich glaube, dass das nur Streamer und YouTuber waren, die bis jetzt einen Key bekommen haben. Ganz genau wissen tust ja, du das jetzt also nicht. Doch, du musstest dich in der E-Mail bewerben mit deinem Twitch- und YouTube-Kanal. Also wenn du einfach dich beworben hast als normaler Spieler, davon haben... Ich meine, wir haben 20 Abonnenten. Wahrscheinlich, bei Twitch. Twitch. Wir sind jetzt nicht unbedingt so in der Kategorie, dass man sagen würde, nur große Streamer bekommen einen Key. Nein. Deswegen. Also ganz ehrlich, wir waren noch überrascht, dass wir einen bekommen haben. Wir haben uns einfach auf gut Glück beworben. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie uns mit reinnehmen, weil wir bewerben uns bei vielen Spielen. Einfach nur, um vorab den Key zu bekommen halt, ne? Jetzt nicht, um den Geschenk zu bekommen. Darum geht es uns gar nicht, ganz ehrlich. Nee, nur, dass man schon mal reingucken kann, bevor das Spiel dann draußen ist. Dass, wenn man dann streamt oder eine Aufnahme macht, oh, wir sind ja schon unbedingt nicht die besten Spieler, aber vielleicht nicht ganz so schlecht ist. Nicht deswegen, oh, da oben sowas. Ja. Das geht schon darum, wir sind halt relativ klein. Und wenn das Spiel jetzt rauskommt und die ganzen großen Streamer und YouTuber direkt die Videos raushauen, hast du gar keine Schnitte mehr bei YouTube. Und so ist es immer ganz gut, wenn du die Keys ein bisschen vorab hast, schon mal ein bisschen
aufnehmen, bearbeiten kannst, um das vorzubereiten, dann kannst du es direkt am Stichtag zur Uhrzeit raushauen. Dann hast du jetzt nur ein bisschen Chance. Ja, aber etwas höhere Chancen. Ne? Wenn so Gronkh oder weiß ich was so ein Video raushaut, dann da kannst du noch so groß sein, da hast du keine Schnitte, der ist Nummer 1. Ne? Verdient, muss man dazu sagen. Ja. Aber, und sie haben es jetzt nicht sehr viel früher. Es sind jetzt so 2 Tage, bis alle spielen dürfen. Wir haben es jetzt nicht Wochen vorher, wie einige Spiele das machen. So, dass man im Prinzip... Nee, wir haben es tatsächlich gestern erst bekommen. Deswegen auch gestern die Aufnahme, wo wir es noch gar nicht gespielt haben. Das lief ja gestern noch, wie gesagt, nicht ganz so. Ich glaube, es gab auch gar keine große Beta-Phase dazu. Jedenfalls nicht so offiziell. Also wir haben keine Videos vorab groß finden kommen, außer von den Entwicklern selber. Durftest du ja auch nicht. Genau. Ah, also kannst du mal vorlesen? Ich will ein bisschen... Ja, das ist schon cool. Ich dachte, dass man als normalsterblicher Bürger auch eine Key bekommen könnte. Das soll ja 19,99 kosten. Nee. Selten. Also, ja. Sind wir mal ehrlich, im Endeffekt ist halt ja eine Art Werbung, was du hier machst. Ne? Also, die Leute gucken sich das Game an, können Spaß zum Gameplay sehen und jetzt vorab schon mal entscheiden, ob sie es gut finden oder nicht, ob sie es kaufen wollen oder nicht. Und deswegen machen die das. Deswegen kriegen die Leute, andere, oder wie wir... wie beim Project Hospital, da hat sich jeder als Beta-Tester bewerben können und einen Key bekommen. Also es ist nicht nur so. Man muss ein bisschen gucken, dass es unterschiedlich gehandhabt. Jetzt kommt es halt doch oft drauf an. Bei einem normalen Beta-Test, gebe ich ja vollkommen recht, da kann jeder dran teilnehmen, ganz klar. Darum geht es sich auch da vor. Ist es auch besser, wenn das Spieler machen, als nur Streamer. Ja, weil normale Spieler, sind wir ehrlich, wenn sich einer jetzt, ich sag mal, sind wir mal ehrlich, wenn sich einer auf ein Spiel konzentriert, ein Spieler, der spielt das ja auch, weiß ich wie lange, das können wir ja teilweise gar nicht, weil wir mehrere Spiele spielen und noch viel mehr drumherum im Hintergrund mit dem ganzen Kram jetzt zu tun haben. Beim Beta-Test auf jeden Fall. Jetzt, hier war das halt einfach 2-3 Tage vorher, damit das Spiel ein bisschen gehypt und bekannt wird. Aber nein, wir haben keine Auflage, irgendwie positive Stimmung zu verbreiten, wenn das Spiel scheiße sein sollte, sagen wir das auch. Keine Sorge. Bisher können wir auch noch gar nicht so viel dazu sagen. Also bis jetzt finde ich es ganz cool. Ja. Ich laufe, glaube ich, falsch. Aber wir haben auch noch nicht wirklich sehr viel Inhalt. Boah, sind wir da oben gelandet? Nee, ich will da hin. Ich laufe gerade zum ADW. So. Der Vorteil ist, am ADW ist keiner. Ja. Weil ich hätte gerne eine Waffe, bevor ich jetzt hier auf den ersten Zombie Mitspieler... Menschen. Ach, guck mal da. Da haben die eine Mauer drum gezogen. Cool, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, das ist das Gefängnis? Sind wir da? Nee, ich... keine Ahnung. Also es sind total viele nette Kleinigkeiten schon, die wir so entdecken konnten. Aber da man ja eben gesehen hat, wie groß die Karte ist, wir haben einen Bruchteil davon gesehen. Da hat es gerade was gehakt. Hat es geruckelt? Ja, ich habe vorhin mal ganz kurz die Grafikeinstellung so runtergeschraubt. Es ist schon, also es nimmt ordentlich Power, das Game, muss man schon sagen. So, CPU bei 93%. Du musst ein bisschen auf die Ausdauer. Auf die Ausdauer, ja. Ich gehe jetzt was langsamer. Ich bin jetzt endlich mal da angekommen, wo ich hin wollte. Und werde wahrscheinlich wieder nichts finden, wie ich mich kenne. Also wer DayZ gezockt hat und DayZ gut fand, ich glaube, der wird auch mit Scam was anfangen können, weil letztendlich ist es ja sehr ähnlich, nur dass man halt noch diese Online-Events à la Team Deathmatch, Deathmatch und Capture the Flag noch hat. Und das vorausgesetzt, man hat Fame-Points. Entschuldigung. Genau, und dass es vielleicht auch durch diese Fame-Points nicht darum geht, am Ende einfach nur jeden über den Haufen zu schießen. Ja, ja, genau. Also du kriegst... Ich mag das absolut. Es gibt ja viele, die das toll finden. Ich hasse das wie die Pest. Ich bin auch nicht so der Spieler, ich bin einfach zu sozial eingestellt. Ja. Also ich rotz nicht einfach irgendwen über... Balaklava. Ja, alles klar. Ich rotz nicht einfach jeden über den Haufen. Ich bin da eher derjenige, der helfen möchte und der abgeschossen. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das ist keine gute Idee. Oh, guck mal, der sieht aber nett aus. Der hat sich vermummt. Der wird bestimmt total freundlich. Dem ist sicher kalt im Gesicht. Und man muss hier ein bisschen aufpassen. Also hier, das ist jetzt zum Beispiel nicht, das ist nur Papier. Aber es gibt vereinzelt Sachen, die hier so rumliegen, die übersieht man echt schnell. Wir haben Oliven gefunden und die hatten auch die Größe von Oliven. Ein Küchenbrett und Papier. Nee, lass liegen. Also wir haben so die Angewohnheit, vieles liegen zu lassen, weil wir denken, es ist unsinnig. Ohne Schere. Oh, die könnte man zum Schneidern gebrauchen, ne? Für Sachen, ja. Aber wenn man mal hier so auf Minecrafting geht... Dann sieht man mal ganz schnell, was man so braucht. Wir brauchen einen Stein, wir brauchen einen Holzstick, also
Stamm, Ast, ach wie auch immer, Stock. Und wir brauchen Seil. Und für Seile brauchen wir zum Beispiel hier diese Rack Stripes, also Stofffetzen. Aber das ist ja nur ein improvisiertes Seil. Wir brauchen aber ein richtiges Seil. Meinst du, improvisierte geht nicht? Ich glaube nicht. Müssen wir dann ausprobieren. Grafisch und so weiter ist das Spiel richtig gut bis jetzt. Ach, da komm ich ja her, ist ja Quatsch. Also ich finde, die Grafik geht vollkommen in Ordnung, ja. Ja. Also die Flieger schreibt, ich finde das schon genial gemacht. Aber so ein schönes Battlegrounds-Game macht schon Spaß. Du, ganz ehrlich, wir haben lange überlegt, ob wir PUBG spielen sollen. Wir haben ja vor kurzem mit Fortnite mit dem PvE-Modus, wo du merkst, angefangen. Ich habe nichts allgemein gegen Battle Royale, aber ich habe es auch noch nicht richtig gezockt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann mich auf den Gedanken noch nicht so damit anfreunden. Immer, wenn du drauf gehst, eine Runde zu warten, wenn du halt am Anfang da gerade als Newbie einsteigst, da gehst du halt drauf. Das aber ist bei Battlefield und woanders auch so. Das ist für mich aber ein Unterschied. Hier ist es ein Survival-Game. Weißt du, was ich meine? Da will ich was aufbauen, finden, suchen. Wenn dann einer kommt, du bist irgendwo gespawnt und der schießt dich in Anführungszeichen einfach über den Haufen, das mag ich nicht. Wenn ich jetzt Fortnite oder was weiß ich nicht was spiele, dann rechne ich damit. Dann ist es ein schnelles Spiel. Hier finde ich das einfach, wenn die irgendwo, wo war das bei, an bestimmten Spawnpoints anfangen zu campen, wenn die das rausbekommen haben und du bist gerade aufgetaucht und 5 Mann schießen dich über den Haufen, macht das keinen Spaß. Dann vergeht für mich der Spaß an so einem Spiel, weil du hast keine Chance. Ich meine, das macht natürlich das auch Spiele wie PUBG aus, dass aufgrund, man hat halt ein bisschen mehr Action. Oh, wir haben, ja klar, aber da spiele ich das Spiel deswegen. Hier spiele ich halt auch ein Survival-Game, also. Ich muss dazu sagen, ach, hallo. Moin, hi Zackplay. Ich muss dazu sagen, ich bin eher so der Battlefield-Freund als wie der Call of Duty oder Unreal Tournament oder Schlag mich tot. Also ich mag es ein bisschen ruhiger und taktischer. Deswegen kommt mir wahrscheinlich auch, könnte man auch aufstehen, hier ist ja eh kein Schwein. Deswegen kommen mir solche Spiele auch eher entgegen als Battle Royale, wo ich Schiss habe, nur da und drauf zu gehen, die ganze Runde warten zu müssen oder einen neuen Server suchen zu müssen. Aber wir wollten tatsächlich Fortnite auch irgendwann nochmal ausprobieren. Ja, aber im Moment sind so viele. Die spielen ja auch, wie gesagt, Portage Hospital parallel dazu. Oh, wir haben aber keinen Platz. Wir essen, ist egal. Wir essen. Kann nicht verkehrt sein. Etwas Wasser. Direkt mal in die Tasche. Also ja, hier Flaschen. Ist es tatsächlich auch so, je nach Kleidung hat man verschiedene Plätze, die man ausrüsten kann. Also Lagerplätze sozusagen. Oh, ich habe Survival geschrieben. Beim Titel vom Twitch. Kann ich das mal ändern? Nee, ne? Doch, ja, ich mache mal gerade meinen PC nebenan an. Ich habe nicht korrigiert. Oder nicht nachgeguckt. Ey, das ist doch wie bei eBay Kleinanzeigen. Hi. Hi, das. Der US. E-Gamer. Der Aussie-Gamer. Ach, scheiße. Jetzt habe ich, sorry. Ich dachte gerade US-Betriebssystem, aber nein. Was er nicht lesen kann, kann ich nicht schreiben. Ach, das ist, wenn man eben schnell mal kurz das noch fertig machen wollte. Ja, das ist jetzt gerade hier nicht so lukrativ. Der Kerl sieht echt aus, als gehört in unser Krankenhaus, das stimmt. Und ihm wird dann nicht geholfen. Ach, und hi, er Kurt. Stirbt leider. Hallo Kurt. Boah. In unserem Krankenhaus. Guck mal, so besonders toll, wie das Brecheisen hinten auf dem Rücken trägt, ne? Der hat übrigens so magnetische Schultern, deswegen kann er es einfach hinten dran klackern. Wie Gut. Hast du das Spiel bekommen, fragt der Aussie Gamer. Jetzt habe ich den Namen richtig. Wir haben uns eben schon mal kurz erklärt. Wir haben uns als YouTuber und Streamer einfach mal frei bei Gamepires beworben, also sprich eine E-Mail hingeschrieben. Nett und kreativ. Nett und kreativ und hatten einfach Glück, ganz ehrlich. Wir hatten nicht gerechnet, einen zu bekommen, weil wir relativ klein sind. Aber wir haben einen bekommen und sind recht happy. Also als Normalsterblicher, also wenn du nichts mit YouTube, Twitch am Hut hast. Musst du bis Freitag, Mittwoch. Mittwoch warten. Mittwoch. Dann kannst du es kaufen. Also Closed Beta oder sowas, das gab es dazu nicht. So du meinst den Typen mit Krankenhaus? Was ist? Da oben links. Hattest du, Kurt, eigentlich gesehen, wo ich das super tolle Krankenhaus mit mehreren Ebenen gebaut habe? Oh, ich bin nicht in der Kamera. Bei der zweiten Streamrunde? Ja. Doch, da war Kurt doch auch da, ja, oder? War der da? Ich weiß es nicht mehr. Oh, mein Kopf. Wir haben zu viele Baustellen. Ich finde nichts.
Das ist noch ein bisschen rar hier. Ja, er ist hungrig, das ist schön. Deckblay schreibt, ich dachte, man könnte sich irgendwo anmelden. Nee, leider nicht. Beim zweiten Mal war es nicht dabei, okay. Ja, da haben wir auch schon die Facecam, die ist ja relativ neu. Wir versuchen es ja ständig weiterzuentwickeln. Ja, und jetzt musst du den Anblick ertragen, es tut mir leid. Jetzt ist das halt so. Der Witz ist ja bei dir, du könntest mich ja sogar schon mal Real Life gesehen haben. Du wohnst ja um die Ecke. Nein, jetzt erkennt er uns und stalkt uns. Oder wir ihn. Genau, das wird er. Er weiß es nur nicht. Jetzt kennt er aber unsere Gesichter. Jetzt müssen wir aufhören, ihn zu erpressen, damit er bei uns bei den Streams reinschaut. Erpressen? Ey, ich will das Ding wieder haben. Wieso? Pick up. Oh, wir können das. Ah, wir können das mit der Schere, können wir das klein schneiden. Das ist schön. Ich hatte aber, warum kann ich das Ding jetzt nicht zurücklegen? Pass auf, wir machen Drop. Ups. Da habe ich mir eine Wasserflasche. Und dann machen wir das nochmal. Wir können das zerschneiden mit der Schere in die. Wir können. Oh Mann, ich habe heute Deutsch. Wir können das in Stofffetzen zerschneiden. Dann könnten wir uns gleich irgendwas Schönes craften, aber wir haben natürlich keinen Platz, ne? Können wir die nicht stacken? Och, kommt, Leute. Ach Gott, was habe ich denn da geschrieben? Suvival. Ja, das hat er doch gerade. Spanier. Suvival. Ja, nee, ist schön. Also das ist noch so ein bisschen das Problem. Wir sind zwar jetzt hier am Arsch der Welt, aber man findet auch nicht allzu viel. Ich habe jetzt auch nicht jede Kiste jetzt. Jetzt ist es richtig. Ich gehe mal im Reifen gucken. Ja, im Reifen? Ja, wer weiß, hätte eine Waffe drin liegen können, man weiß es ja nie, ne? No items found. Gehen wir da runter. Schön ist hier, wenn wir erstmal auf keinen Spieler treffen. Aber wir finden auch irgendwie kaum was zu essen in dem Spiel. Keine Ahnung. Ja, wir tun es relativ schwer. Ich weiß noch nicht, ob wir mehr das craften müssten. Ja, wenn man Sachen hätte, dann könnte man das auch machen, ne? Wir suchen mal hier. Das Brecheisen hängt gut im Schulterblatt. Ja, das ist so wie rangetackert, hör mal. Second Hands, Examine. Hier kann man nichts machen. Da hast keine. Man hat Messer. Übrigens auch eine Ego-Ansicht. Yay! Hast du sie gefunden? Yes. Was, ich habe über die Steuerung geguckt. Ja, manchmal ist das gar nicht mal so schlecht, wenn man aus der Ego-Perspektive gucken kann. Und falls ihr die Aufnahme von gestern nicht gesehen habt, laufen kann man hier mit dem Mausrad. Also wenn das Mausrad nach oben bewegt, läuft er. Wenn man das nach unten bewegt, geht er. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber... Ich mich da nie dran. Doch, doch. Ich habe mich ja so auf das Spiel gefreut und jetzt, wenn ich zugucke und sehe, wie viele Möglichkeiten es da gibt, da bin ich total verunsichert. Halt, ganz ehrlich, was einen halt so ein bisschen umhaut, ist das hier, ne? Ja. Also wenn du das jetzt mal hier reingehst. Guck mal, Vitamine A, B, da, alles ist fehlt. Also, ja. Kalorien haben wir natürlich weniger aufgenommen, als wir benötigen, logisch. Und ja, also es gibt hier verdammt viel, was man so nachgucken kann. Wichtig ist erstmal hier unten, dass wir haben Hunger. Wir werden gleich verhungern, wenn das so weitergeht. Also ich gehe mal hier rauskommen. Bei der ersten Runde haben wir uns gerade einen Zombie zerschnetzelt und wollten essen und sind gestorben. Ja, während wir die Schnitzel aufgehoben haben. Ja. Das kann es doch nicht sein. Hier muss doch irgendwas zu futtern geben. Trinken hätten wir noch, ne? Stofffetzen. Ja, die könnte man wieder brauchen, nachher zum Craften. Aber ich brauche einen Rucksack. Ich habe ja einfach... Du hast ja keinen Platz, du kannst es nirgendwo... Nee, hat mich auch gewundert. Man kann das nirgendwo sonst unterbringen, ist das Problem. Kannst du es in der Hand noch herumtragen? Ja, in der Hand noch. Cool. Ihn auf. Vielleicht hat der eine Tasche. Wir hatten letztens einen Hut, der eine Tasche hatte. Nee. War das ein Stiefel, der eine Tasche hatte? Das war ein Stiefel. Ach, das war ein Stiefel. Oh. Na? Das ist auch nichts, nee. Das ist auch nur Müll. Mann. Hätte sein können. Ich such den Müll. Nein, wir wollen kein Scrap Metal. Hier ist doch eine Küche, hier muss doch was zu futtern sein. Ich müsste mal wirklich mal draußen gucken. Da steht immer, ich gucke nie nach links, da steht no items found 5-mal oder 6-mal. Ich krieg's nicht mit, ich denke aber, ich habe nicht richtig geklickt oder gedrückt. Ja, ich will die Tür öffnen, hallo? Kannst du nicht öffnen. Ja, ist von versperrt vielleicht. Schlag sie kaputt. Ich dachte gerade, die wäre aufgegangen im Augenwinkel, aber es war nur die andere Tür. Ja, nee, ist toll, ne? Also, wir werden gleich verhungern. Ja, so schnell geht's.
Meinst du, wir finden hier eine Wurst? Ja, man muss halt nehmen, was man kriegen kann, ne? Ach Gott. Aber wenn wir jetzt so einen Zombie hätten, das wäre auch schon ganz cool. Bei denen könnten wir zumindest zu Brei hauen, aber wir haben kein Messer dabei. Das heißt, wir könnten den nicht zu Schnitzel verarbeiten. Hier kommen wir auch nie rein. Ist das ein Serverproblem? Also eigentlich kommt man hier in so gut wie jedes... Da war nichts. So gut wie jedes Haus rein. Oh, was haben wir hier? Ach. Das ist das Fenster. Ja, ja. Das sieht doch vielversprechend aus hier. Ach, das sieht... Oh nein. Server weg. Genau das habe ich ja gerade gemeint. Serverproblem. Connection lost. Sie sehen aber doof aus mit dem Hut. Das ist sexy. Fürs nächste Mal ziehen wir auch einen an. Und der leuchtet in der Sonne. Ja, ja. Wir ziehen uns einen Hut und Orange an. Refresh. Wir gehen. Ich kann dich auch noch so anmalen. Ja, nee, ist toll. Wo waren wir gerade drauf? Wir waren nicht 280. Da waren wir voriges Mal drauf. Wir kommen, wir gehen auf 280. Ja, ja, klar. Continue, ne? Neu machen wir nicht, oder? Nee, das ist unser alter Charakter. Hey. Das ist nicht den Weben hat. Ach so. Was auf jedem Server denn ein? Da müssen wir den neuen nehmen, weil der verhungert gerade, ne? Ach komm, wir nehmen den neuen. Are you sure you want to create a new Charakter? Oh, nee, dann machen wir einen neuen. Nein, ne? Das machst du neuen. Du musst zurück auf den anderen Server rausfahren. Ja, warte mal. Favorites Last Played. 285 war das. Wegen 999. Sieht nicht gut aus. Oh, jetzt geht's aber. 285 hat gerade sich neu gestartet. Ge- ja. Continue. Okay. Jetzt überfordere mich doch nicht so. Spiel verlangt von dir Antworten. Ich will doch nur spielen. Nein, nee, das stimmt gar nicht. In der zweiten Runde war das, wo wir schon auf dem Server waren. Da hat uns eine Drohne beobachtet. Das war ein bisschen gruselig. Ja, die hat dann aus Versehen so weggewedelt, ne? Ja, ich hab die aus Versehen weggeschlagen. Wir wissen nicht, was sie wollte. Nee. Also wenn einer schon was gesehen hat, irgendwo anders, was diese Drohnen machen, ich weiß nicht, ob die positiv oder negativ ist. Also wenn man den Trailer ja so mal beobachtet oder angeschaut hat, dann kommt ja so ein Mech-Warrior, oder wie sagt man dazu? Und ich weiß nicht, wenn der dann so einen großen Bruder geholt hätte, nachdem ich danach gehauen habe, das hätte ich, glaube ich, nicht so cool gefunden. Da war ich ja, warum hast du nachgehauen? Ich wollte einfach nur mal Hallo sagen, ich meine... Falsche Taste und so. Wo sind wir denn jetzt? Warte mal. Hier sind wir eben lang gelaufen. Sollen wir nochmal hier vorne rein? Ja. Nee, komm, wir gehen jetzt erstmal in die Garage da. Die sah vielversprechend aus. Alles gut, läuft alles. Ja, ich guck trotzdem mal. Bei meinem Glück habe ich wieder irgendeine F1-Taste gleich gedrückt und alles ist wieder vorbei. So. Nichts. Kannst du das dazu packen? Ich weiß es nicht. Nee. Das ist blöd, ne? Nee, das ist auch weniger. Ja, ja. Also, dass man nicht stacken kann, ist ein bisschen schade. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er jetzt das alles als eine Bank ansieht. Egal. Aber die fliegen Nerven wieder, ey. So. Danke. Viel Spaß bei der gemeinnützigen Arbeit. Die Flieger geht sich sozial engagieren in Players Unknown. Vielen Dank, dann viel Spaß, Firma. Ja, viel Spaß. Vielleicht sieht man sich mal bei Scum auf einem Server. Wie komme ich hier nicht hoch? Ist zu übergewichtig. Jetzt mal ohne Blödsinn, ich kann ihn nicht anwählen. Egal.